Und am Wort ist Georg Bürstmeier von den Grünen. Er ist Sprecher für Innere Sicherheit und Asylpolitik. Danke, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Bundesminister, Hohes Haus, sehr geehrte Damen und Herren. Vor knapp 4 Jahren habe ich an dieser Stelle in meiner Antrittsrede die 2 Leitlinien der grünen Sicherheitspolitik definiert. Österreich braucht eine gute, gut ausgebildete und gut bezahlte Polizei. Und jeder Mensch in Österreich braucht die Sicherheit, dass er von dieser Polizei in seinen oder ihren Rechten respektiert wird. Und dafür haben wir die letzten 4 Jahre gesorgt. Nicht nur dadurch, dass wir steigende Budgets für das Innenministerium mitgetragen haben, von denen der größte Teil in eben gute Gehälter für Polizistinnen und Polizistinnen fließt, sondern, und das betrifft den zweiten Satz, dass wir ins Regierungsprogramm eine Ermittlungs- und Beschwerdestelle für Misshandlungsvorwürfe hineinverhandelt haben, nach langen 3 Jahren das Gesetz dazu hergekriegt haben. Und weil du in der Politik in einer Koalition immer alles 3-mal herverhandeln musst, nämlich ins Regierungsprogramm, dann ins Gesetz und dann ins Budget, jetzt haben wir das Budget. Jene Stelle, in der diese Ermittlungs- und Beschwerdestelle für Misshandlungsvorwürfe, die abgekürzte EBM, angesiedelt werden soll, hat eine 70-prozentige Budgetsteigerung zu verzeichnen, weil dort rund 40 Planstellen alleine für diese EBM geschaffen werden. Ich freue mich aber auch darüber, dass es in Österreich weiterhin die Mittel gibt, Asylwerberinnen und Asylwerber ordentlich zu behandeln und menschenwürdig unterzubringen. Das hat in Österreich nicht nur eine lange Tradition. Diese Aufgabe wird uns auch weiter beschäftigen. So realistisch müssen wir sein. Und Realismus können Sie haben von uns Grünen. Wofür wir nicht zu haben sind, sind irreale Projekte und Fantasien davon, dass sich diese Aufgabe vollständig auslagern ließe, vielleicht auf Länder ganz weit weg, nach irgendwo Istan. Ich bin seit über 30 Jahren mit Asylpolitik beschäftigt und seit über 30 Jahren gibt es solche Konzepte der Auslagerung. Und wissen Sie, wie oft die schon funktioniert haben? Kein einziges Mal. Jeder einzelne Staat, jeder einzelne Minister, der das versucht hat, ist gnadenlos gescheitert. Und es ist eine Definition von Wahnsinn, meine Damen und Herren, ständig dasselbe zu tun, aber andere Ergebnisse zu erwarten. Und was mit uns auch nicht zu machen ist, meine Damen und Herren, ist die Vorstellung, Sicherheitslücken im Internet nicht zu schließen, sondern sie heimlich zu kaufen und dann für Nachrichtendienste auszunutzen. Denn hier geht es um unser aller Sicherheit, nicht nur um das Privatleben, um unser aller existenzielle Sicherheit. Diese Idee ist nicht realistisch umsetzbar. Nachrichtendiensten mangelt es nicht an Informationen, von denen haben sie jetzt schon genug. Manches Mal sogar zu viel. Woran es ihnen mangelt, ist die Auswertung und die Zusammenführung dieser Informationen. Das hat sich herausgestellt in der Aufarbeitung des Anschlags von 9/11. Das hat sich herausgestellt in der Aufarbeitung des österreichischen Terroranschlags vom 2. November. Und das beginnt sich herauszukristallisieren in der Aufarbeitung des entsetzlichen Terrormassakers der Hamas vom 7. Oktober. Es fehlt nicht an Nachrichten, es fehlt an der Auswertung. Und was braucht eine gute Auswertung? Was braucht Sicherheit? Gute Köpfe, gutes, gut ausgebildetes und gut bezahltes Personal. Ich danke fürs Zuhören. Georg Bürstmeier von den Grünen war das. Er ist Sprecher für Innere Sicherheit und Asylpolitik.